Ja, liebe LSC-Fans, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge vom LSC-TV. Heute den Tim Hartmann habe ich mitgebracht. Wir haben am Samstag, letzten Freitag sogar, schon die nächsten zwei Punkte eingefahren gegen den VfL Gummersbach, also gegen die Reserve gab es ein 31-19. Timmy, sag mal, kurzes Urteil, wie fällt dein Fazit aus von dem Spiel? Ja, wir sind eigentlich nicht so gut gestartet und dann haben wir, ich glaube, so einen 7-0-Lauf gehabt. Ja, und dann kam auch irgendwie nicht mehr viel Gegenwehr und ja, nach der Halbzeit lief das Spiel dann so locker runter, sag ich mal. Der Wall hat gut gehalten, der Marian hatte einen guten Tag. Ja. Und dann kam dieses gute Ergebnis dann auch schnell zustande. Ja, ich glaube, ne, insbesondere die Defensive hat immer wieder gezeigt, was wir da irgendwie bewerkstelligen können. Ja. Mit den Leuten, mit den kompakten Spielern hinten drin. Und für dich war das sicherlich auch irgendwie noch was ganz Besonderes. Du kommst ja so aus der Ecke, hattest ein paar Freunde dabei, die aus der Heimat vorbeigeschaut haben. Ja, es waren viele bekannte Gesichter da. Meine Eltern waren auch da und einige Freunde aus der Heimat und von meinem alten Verein noch. Ja, war eine schöne Sache. Wunderbar. Ja, jetzt sind wir mit 11-3 Punkten super gestartet. Ich kann mal einen kleinen Blick hier in die Runde machen, weil wir sind ja jetzt um 7:30 geht es gleich los mit dem Training. Besonders jetzt im Vergleich zum letzten Jahr haben wir irgendwie kaum Verletzte. Wir haben irgendwie einen super breiten Kader, das zahlt sich natürlich auch aus. Wie ist denn so dein Ausblick jetzt auf den kommenden Freitag? Da geht es ja gegen Vollmetall, da haben wir uns in der letzten Saison ein bisschen schwer getan und zu Hause auch zwei Punkte liegen gelassen. Ja. Ja, wir haben auf jeden Fall was gut zu machen. Also wir haben uns auch im Hinspiel in Vollmetall echt schwer getan und ja, wir sollten einfach versuchen, wieder über eine kompakte Abwehr da eine sehr gute Rolle zu spielen und dann auch gegen Vollmetall versuchen, mit den Fans im Rücken zwei Punkte einzufahren. Und ja, ich hoffe einfach auf ein gutes Spiel am Freitag und eine gute Stimmung. Gut, super Schlusswort. Wir müssen noch Platz machen, weil hier kommen die Nachwuchshandballer. Die müssen natürlich auch zum Zuge kommen. Und dann hoffe ich, dass wir euch alle sehen am Freitag zu Hause in der LSC-Arena. Die nächsten zwei Punkte einfahren. Ne? Danke, Timmy.